Erzählt jetzt. Opa, lass mal fahren, Alter! Du kannst ja nur fahren, oder was ist da los? Ja, der hat sich ja echt so einen alten Mann der gemacht halt in-game. Schon was älter, oder? Du kannst ja nicht überfahren! Wie überfahren? Aber was gesagt von überfahren hier? Das hab ich aber verstanden! Also, okay. Warst du in deinem Alter nicht schnell genug, um uns zu stürzen, ha? Was in mein Alter? Ich bin junger Hüpfer. Ich bin jung wie ein 15-Jähriger. Ja, da sieht aber nicht so aus. Jungs, warte, ich sehe nicht so aus. Warte, jetzt eine Beleidigung. Was ist das für ein Schneemann? Was ist das denn für ein Schneemann? Ich muss keine rauchen. Oh, Olaf, ey. Dann kriegst du eins. Es gibt doch dieses eine Ach, Michelin-Männchen. Ja. Was ist mit mir, Mann? Ah, Moment, ich muss nachdenken. Oh, ich hab was zu rauchen bekommen. Return the formation. Gib mir mal gleich zwei! Sound on Haben Mund verjappt! Für die Nerven, ne? Ja. So. Deine eigenen... Nein. Da. Zwei ist gut für die Prostata da. Hä? Ja Jungs, ne? Ich bedanke mich nochmal vielmals für diese coole Aktion. Ja, kein Problem, kein Problem. Microphone activated. Ach, streng dir das nächste Mal ein bisschen was an, ne? Ich will hier nicht immer die Sachen gewinnen und so, ne? Also. Lol, verwirrt. Ja, aber cool, cool. Du, ja. Ja. Hättest du schon viel früher gehabt. Aber Jungs, jetzt nach hier, nach dieser kleinen Qualmwolke, die verbreitet, müsste wir schon ein paar Vitamine fressen, ne? Oh, ich hab gar nicht so viel Trinken dabei. Oh, doch, Red Bull hab ich noch. Sound unmuted. Und Opa Crispy, wie geht's mit der neuen Hüfte? Ich hab gehört, du hast dir da eine neue reinbasteln lassen. Hat er doch jetzt mal wieder rausgehauen, ey. Das funktioniert alles prächtig. Keinerlei Probleme. Hör mal, bist du? Ich hab dir da mal was übergeben, ne? Kannst du dir mal anstecken. Hat jemand den Rucksack geschmuggelt? Juhu! Ey Jungs, wenn ihr Ideen habt für kleine Events, wir machen das, wir wollten das eigentlich öfters mal machen, so, wir suchen so ein bisschen Ideen. Ich denke mal, sonst wird das immer zu langweilig auf dem Server, irgendjemand muss ein bisschen Schmuckes draufbringen. Wir, die ganzen Spenden, die wir eingesammelt haben auf unserem Gangkonto, die wollen wir auch zum Teil für sowas nutzen. Also wenn ihr Ideen habt, gebt sie ruhig mal frei. Von mir aus auch in einem Forum-Treat oder sowas. Dann kann man das vielleicht auch mal verwirklichen. Ja, wir haben noch ein paar andere Ideen, aber es ist halt natürlich auch mal die Frage, wie es ankommt so bei den Leuten, ne? Mhm. Ne, klar, wir lassen uns da auf jeden Fall mal was einfallen. Ja, pass mal auf, ey, vielleicht kommt der Opa auf irgendwelche Ideen wie irgendwelche Spendengalern für seine Hüften oder für seine Knochen oder irgendwas. Nee, nee, das ist zu spät, das ist zu abgefahren, dafür ist er zu alt. Mir geht's cool, ich brauch sowas nicht. Ich bin junger Hüpfer. Ja, haben wir ja gesehen, haben wir ja gesehen. Ready! Microphone activated. Kaffee, juhu. Ja, mal gucken, wir nicht haben auch vielleicht mal so... Hier verdurstest. Das ist sehr nett von dir. Microphone muted. Der alte weise Mann denkt mit. Six. Naja, wir haben auch vielleicht mal gedacht, sowas zu machen. Also ich habe mir sowas gedacht. Move right. Scheiße. Sowas zu machen, wie, ich weiß nicht, ob ihr mal dabei wart mit der... Bürgermeister-Sache, ob ihr die kennt, ob ihr die mal mitbekommen habt. Ja, oh, das kenne ich. Das kennst du Bürgermeister-Jagd. Da waren der alle Opa ist schon immer dabei. Oh, die Opa sowieso, das ist ja, das war klar.
Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, vielleicht sowas werde ich in der Art auch mal machen. Also dann müssen wir mal gucken, vielleicht nicht mit 2 Millionen, das ist natürlich viel Geld, aber mit einem kleineren Preis einfach, dass man sagt, okay Jungs, wir verbarrikadieren uns irgendwo und unser Führer sozusagen steht irgendwo mit Geld und ihr könnt euch dann versuchen, den zu schnappen. Ah, coole Idee. Ja. Und wer den kriegt, erschießt, der darf das Geld nehmen und oder ausraubt, ist mir egal, er wird keine Waffe haben. Vielleicht nur eine Pistole oder so. Und dann na, gucken, wie wir das machen. Ja. Also ein bisschen Action auf den Server bringen, ne? Das war auch mal eine coole Idee auf jeden Fall. Das hatten wir schon mal. Das finde ich echt gut von euch, Jungs. Muss ja nicht immer alles mit Überfällen und so zu tun haben, ne? Das wird genau. Ja dann auch irgendwann langweilig. Jo. Oh, jetzt gehen wir noch einen Donut, Alter. Was ist das, Mensch? Das ist Olaf, Standard. Hast du eigentlich mal meinen Apfelkuchen nachgebacken? Ja, ich hab's nicht versucht. Nicht Omas Arbeit, nicht Opas Arbeit. Wir haben versucht, den Apfelkuchen... Wir haben versucht, den Apfelkuchen nachzumachen, aber das ist unmöglich. Also das Rezept von deinem Opa, da fehlen wohl irgendwelche Sachen. Ja, das wäre super. Ja, ja. Opa, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt auf jeden Parkplatz parken darf? Auch auf den Behindertenparkplätzen? Ist doch cool, oder? Oh ja. So gut. So großartig ist der jetzt auch nicht. Ich meine, ich habe so oder so überall geparkt. Das war mir doch egal, was die Bullen gesagt haben. Die Ameisenköpfe, ne? Ganz genau. Die kleinen Ameisenköpfe. Du wolltest doch bloß mit den Politessen flirten. Ja, das war klar. Politessen? Hier auf Altes? Das sind alles nur fette Schweine. Das kannst du dir gar nicht anschauen. Ja. Das ist aber Opa, Mensch, in deinem Alter, du, da steht man doch auf griffige Frauen, oder nicht? Wow. What? Das kannst du aber jetzt nicht wieder vergessen. Nicht? Ich hätte jetzt gedacht, da steht man auf griffige Frauen. Ist doch schön. Zum Knochen. Kann man nicht anfangen. Ist doch schön, wenn die Frau ein paar Rettungsringe hat für dich, oder? Naja, wohl, wenn sie zu dick sind und auf Opa drauf liegen, dann zerbricht er noch mit den alten Knochen. Aber hat er nicht ganz unrecht. Sexuelles Schwung, genau. Ganz einfach. Deswegen hat er ja seine neue Hüfte bekommen, weil die alte kaputt gegangen ist. Durch die dicken Frauen. Nee, nee. Das ist nicht durch die Frauen. Das war aber ganz schlimm, aber dazu will ich euch jetzt nicht erzählen. Das ist ziemlich peinlich. Und der Opa schießt sich jetzt den Warleuten an? So richtig? Eventuell. Ja, also das ist alles geplant. Die anderen Opas auf Altes, die sind leider von mir gegangen. Alles Pussys. Das ist der letzte Opi, der überlebt hat. Ah ja, das wusste ich aber auch schon. Dass ich der längste, der am längsten lebende bleibe, der älteste. Der erfahrenste. Der naja, Opa. Du hast dich ja auch durch die Drogen jung gehalten, ja, im Gegensatz zu den anderen. Durch was? Durch die Drogen. Drogen, ja. Hast doch den ganzen Tag gekifft. Na ja, ne. Das passiert so. Das habe ich schon immer gemacht, mein ganzes Leben lang. Na. Nur leider, ne. Jetzt ist meine Stimme so ein bisschen kaputt. Was kommt davon, dass ich früher sehr viel geraucht habe? Hast recht. Naja, eigentlich mache ich es immer noch. Fangt bloß nicht an zu rauchen. Es sei denn, ihr wollt mal so cool wie ich werden. Ja, du bist unser absolutes Vorbild, deswegen rauchen wir jetzt auch den ganzen Tag immer nur. Oben an der Base, was denkst du, was da abgeht? Das verstehe ich natürlich, das kann ich vollkommen verstehen, dass alles so sein wollt wie ich. Wir haben auch schon Bilder von dir oben an unserer Base aufgehangen, um dir zu huldigen. Hui! Hui hui hui! Das hab ich aber nicht gewusst. Sehr nett von euch. Muss mal vorbeikommen. Mal schauen, was ihr da für Bilder habt. Nicht damit ihr Nacktbilder von mir habt, sondern abends meine Bude.
Spioniert, ne? Na, eigentlich schon. Interpol hat die für uns gemacht und hat sie uns dann vorbeigebracht. Soundphone activated. Schnell weg mit den Nacktbildern. Geht ja gar nicht. Na Jung. Was ist das denn für ein Vogel? Was ist das denn für ein Vogel? Nein, Interpol, keine Nacktbilder von Europa machen. Komm, hört er was von Nacktbildern vom Opa, kommt er angerannt. Ja, ja, ja. Du bekommst nix, Mann. Nix bekommst du. Oder willst du meine schrumpelige Haut sehen? Die sehe ich schon so. Radeon, ich hab ihm die Bilder mal geschickt. 3, regroup. Der Opa kann doch nicht mit dem Handy umgehen. Und E-Mails kann der doch auch nicht lesen. Du machst nichts mehr mit meinen Nacktbildern. Geht er mal gar nicht. Mensch Opa, für dein Alter hast du noch eine ganz schöne Richtungsschelle drauf, Junge. Na klar. So was lass ich mir nicht gefallen. Junge, Junge. Da hebt der ist doch verdient, immer Schlag auf ins da. Gesicht. Warum brennt hier ja, manchmal brauchen die Jungs eine Richtungsschelle. Oh, ja, das geht ja mal gar nicht. Nacktbilder von mir. Das kann der euch noch nicht antun. Das sieht doch schrecklich aus. Ich meine, auf normalen Bildern, das sieht echt geil aus. Ja. Danke. Du meinst, auf den Photoshop-Bildern. Auf den Photoshop-Bildern siehst du vielleicht gut aus. Ja. Was ist ein Photoshop? Da hab ich noch nie gehört. Damit kannst du... Wo man Fotos kaufen kann. Damit kannst du deine ganzen Falten wegmachen. Falten? Im Gesicht habe ich da keine Falten. Schau mich doch mal an. Wer redet denn von deinem Gesicht, Opa? Oh mein Gott. Was? Auf von meinem Gesicht? Auf normalen Bildern sieht man nur mein Gesicht. Ich hab doch Klamotten an. Ja, wir haben gerade alle... Bilder. Genau. Was habt ihr? Ja, wir haben private Bilder von Jo. Bei Nacktbildern haben wir alle Falten gesehen. Ich kann es uns nicht mehr verheimlichen. Wie? Das kann nicht sein. Rally up. Nee. Da sind keine Falten. Der Interpol, der wollte auch erst die ganzen Nacktbilder in Kavala aufhängen, aber wir haben ihn dann davon abgehalten. Weil das wäre ja schon ziemlich schlimm gewesen für dich. Oh, da kommt die nächste Schelle. Boah, die hat aber gesehen. Jetzt weit Interpol, das hättest du nicht machen sollen. Ja, reiß dich mal zusammen. Mann, Mann, Mann. Da vertraut man Leuten schon die Bilder an, ne? Und dann passiert sowas. Du Schwein, du. Überleg mal, was du machst. Die hängen doch jetzt nur in der Base und in der Tira. Ach, in der Tira auch noch. Aber nur in der Kirche. Aber nur in der Kirche hat er sie aufgehängt. Oh Gott. Sound unmuted. Ja, am Turtle Dealer habe ich letztens auch eins gesehen. Am Turtle Dealer ist doch auch so eine Kirche. Am Airfield habe ich aber auch schon welche gesehen. Das ist aber nicht von uns. Sogar, wir wollten eigentlich sogar auch mit Nummer deiner Handynummer drunter. Ja, ja, die wollten wir auch haben und wollten die bei den Kirchen da drin. Da wollten wir die Nummer mit unten dranhängen, weil damit sich auch mal Frauen in seinem Alter bei ihm melden. Genau. Stand dick und fett. Willst du Spaß? Call Opa. Mit deinem geilen Bild, Opa. Mhm. Ich glaube, die kommen auch von Interpol. Was liegt hier so ein scheiß Heli rum? Die Arbeiten hat der Olaf gemacht. Eigentlich stand ja auf den Bildern, die wir da aufgehängt haben, was anderes. Da stand, der Opa ist alt und er will, dass du ihn knallst. Was war denn das für ein Helikopter von den Bullen? Microphone activated.
Kommt der dann da hinten? Nee, ne? Hör bloß auf mit meinen Nacktbildern. Das ist privat, das. Ich meine, okay, die Rebellen, ne, die können das schon sehen. Endet ihnen ihr Feld, ne? Aber nicht an ja, du bist ja unser Vorbild. Der Olaf hat immer seinen Spaß damit. Sound muted. Die beiden haben ganz besondere Neigung. Ist Interpol, so. Woher weißt du das? Beobachtest du mich immer in meinem Zimmer abends, wenn ich allein bin? Interpol beobachtet alle. Von dir habe ich ja auch schon Fotos gemacht. Du scheiß Spanner. Siehst du, die beiden machen mir Sorgen. Ich weiß auch gar nicht so. Hör mal, Olaf, aber da kannst du auch ein bisschen mehr Schmackes untersetzen, oder? Hat der Crispy ja sogar Pfeffer zugeschlagen. Ja, ich wollte ihn ja nicht gleich totprügeln, so wie Opa. Achso, ja, okay. Zwei Zähne hat er ja schon durch den Opa verloren, das reicht für heute. Ah ja. Microphone activated. Zwei Zähne hat er verloren von seinen letzten vier, die er hat. Die anderen, die hat er schon früher verloren. Wenn doch wohl, wenn haben, der Schläger aber bleiben. Ihr habt ja jetzt kein Skorbut-Problem mehr, ne? Kannst du mir ja mal sagen, wo du dein Gebiss her hast, Opa? Ich hab kein Gebiss. Sound unmuted. Das sind noch meine echten Zähne. Hab zwar leider auch nicht mehr viele durch die ganzen Drohungen von früher. Aber trotzdem. Immerhin noch mehr als du. Ich hab nicht neu hoch. Was Frechheit? Ich hab dir die Zähne also nicht umsonst rausgeschlagen. Sei froh, dass du noch zwei Stück hast. War schon verdient. Aha. Also Interpol, überleg dir, was du machst, ne? Sonst komme ich mal vorbei. Das ist ja das, was er will. Opa, du weißt doch, wo ich weiß doch, wo du wohnst. Da habe ich dir auch die Fotos gemacht. Ist am Arsch oder warum rutscht du hier so rum? Immer wenn er rutscht, macht er gerade A. Am besten ihr lasst ihn in Frieden. Also richtig schön breit schmieren. Oh Gott, das macht mir Fall heute, oder? Warum habt ihr da oben kein Klopapier oder was? Microphone activated. Du brauchst ja ein Klopapier. Opa, nicht einfach auf der Stelle. Das härtet ab. Was willst du? Und jetzt das Ganze einmal abwischen. Nicht einfach hier auf der Stelle rauslassen. Du kriegst doch keine Windeln. Nichts lasse ich hier raus. Wer hat da sein Licht angelassen? Die Batterie geht doch leer. Das Rücken doch dann gehört. Kann ich gleich nicht mehr losfahren. Oh, diesmal ist der Zahn drin geblieben. Hast du nochmal Glück gehabt. Hoffentlich tut's weh. Ich hab doch gehört, wie du gedrückt hast. Ich hab nicht gedrückt. Ich brauche ja nicht drücken. Ja. Ich hab so viel Kraft. Ja. Selbst im Arsch habe ich so viel Kraft, damit ich Kackwurst von allein heraus will. Und darf ich so viel Kaffee trinken. Oh ja. Das bringt den Darmführer noch mehr Schwung. Kaffee fällt mir sowieso nicht so ganz. Oh ne, hör auf mir einen Kaffee zu geben, du Raneron. Wer auch immer du bist. 3, fall back. Unrespektvolles Verhalten hier. Ist genauso einer wie der Interpol, oder was? Hey! Jungs, helft mir! Der Opa wird nicht geschlagen. Ja, du kriegst ihm ja schon förmlich in den Arsch. Ich sehe das ja schon. Sagt mal, Jungs. Wäre es denn möglich, damit ich so einen netten grünen Buschhut bekommen würde? Ich meine, ihr habt Nacktbilder von mir. Hey. Ach. Ohne mich gefragt zu haben.
Regroup. Ja, geht immer rüber. Aber nur den Busch, nichts mehr. Und auch nur unter der Promisse, dass er nicht gut. Stoppa! Herr Crispy? Wir sind gerade in Game. Ich weiß. Okay. Herr Crispy? Nicht jupen, ne? Jupen! Ja. Ach Quatsch. Doch nicht im Busch. Das ist was ich meine. Ja, ja. Ach Quatsch. Na, da kommt zu. Sie kennen mich noch. Ich bin netter, Junge. Ja. Ich bin ein netter Mensch. Mir fehlt's nicht an Geld. Ja, um Geld geht's nicht. Vielen Dank. Gerne. Als Ehrenmitglied der Rebellen guckst du so Buschut von uns. Stylisch, Opa. Hey, Moment, ich hab auch noch was für dich. Was hast du denn, Junge? Was hast du denn? 3. Regroup. Das liegt in deinem Rucksack im Fach ganz vorne, im ganz kleinen. Eingestopft. Ja, hab ich. Oh Mann, jetzt hier. Im Kopf zu. Oha. Ja, geht Mann, mir das oder? Ja, das ist bei dir. Ja, die Captain Hawk, ich finde, das sieht gut aus. Hol mal die Uhr raus, lass mal ticken. Tick, tack, tack, tack. So, damit man das Kopftuch auch besser sieht, nehme ich mal das Nachtsichtgerät runter. Drückt immer so am Schädel. Das mache ich auch. Das war eine echt gute Idee. Das Nachtsichtgerät, na, das stört ja nur, das sieht ja hässlich aus damit. Ja, das muss nicht doch sein. Ne? Ja, ja. Das ist echt ein entspanntes Gefühl, abends, wenn man nach Hause kommt und einfach nur pennen will, das Ding endlich mal wegzulegen. Opa. Hat deins eigentlich eine eingebaute Lupe? 3. Rally up! Nee, nee. Quatsch, das brauche ich nicht. Ich habe eine Brille auf. Eine schöne, quadratische, altmodische Brille. Den Bushut hast du aber schon ganz schön gesucht, auf dem Boden. Auf dem Boden? Der war in meinem Rucksack, du Vogel. Mann, Mann, Mann. Microphone activated. Na Tom, aber wolltest du jetzt um 6 los oder wann wolltest du los? Nö, ich hab, ich muss erst gegen 8 los, ich würde jetzt gegen 6 würde ich jetzt kurz duschen gehen. Ja, alles klar. Junge, wenn du alle geschockt, sehen. Oder was? Dann will ich ja euch so fertig machen, oder was? Ja, ja, Mann. Muss man schon aufpassen, weil die kriegt man immer so schnell gleich an der Richtungsstelle. Tut weh. Ach naja, ist man nett zu mir, ne? Bin ich auch nett zu demjenigen. Wenn man sowas 3, macht, ne, wie der Interpol. Ich meine, das geht ja mal gar nicht. Ja, da hast du dein Recht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Interpol das verstanden hat, ne? Ich glaube, du musst da nochmal nachhaken, Grisby. Als Entschuldigung werde ich dir Bilder von unserem Beastwood hier zukommen lassen. Was? Oh. Oh. Oh, oh ja, das finde ich gut. Olaf, ich habe jeden in meiner Sache, ich habe keine Waffe dabei. Olaf. Ich hau doch den Interpol nicht. Aber er haut mich, schießt ihn um. Der haut aber dich. Oh Jungs. Mann, kann der nicht... Kann der sich nicht mal zusammenreißen oder was? Er ist noch jung und stürmisch. Hat eine Drangzeit noch. Befindet sich quasi gerade in der Brunft. Oh, 24. Okay. Kennst du weißt, wäre eigentlich der perfekte Fahrkamerad für dich, oder Crispy? So ein junger Kerl. Ja, der hat noch einen knackigen Kopf. Hallo, leise du mit deinen weißen Schneemannsklamotten da drüben. Was kriegst du auch an der Stelle? Okay. Zieh dir da mal was ordentlich an. Mann. Von dir hätte ich auch ein besseres Kleidungsstil erwartet, Opa, jetzt wo es Anzüge zu kaufen gibt. Was? Habt ihr nicht verstanden? Ein pinkes Hemd. Nee, das sieht ja zum Kotzen aus. Das sieht ja noch beschissener aus als den sein blau-weißer Anzug.
Oh nee, so, geh zurück, du bist ein Lachs, Alter. Microphone activated. Alter, nun gab's mir so, das ist nicht Sommer, das ist Herbst, du bist noch krank, geh hin und zieh dich um. Jetzt hab ich ja noch mehr Fotos. Hau ab, Mann. Guck ganz genau hin, Opa. Guck ganz ich will ja nicht neben den sitzen. Ach, neben mir, dann kann ich noch ein paar Fotos machen, Opa. Von wem? Einmal komm, lächeln. Opa, so, was wollen wir hier nicht sehen? Verschwinde im Rauch. Zum Glück bin ich ja nicht nackt, ne? Gut Leute, ich werde mich mal jetzt hier ausklinken. Ist ja hier gleich, glaube ich, die Matrix wird ja hier gleich wieder neu auf Müll gesetzt quasi. Auch hier. Und dann sehen wir uns ja alle wieder. Ich denke mal, die Offroader sind ja dann auch wieder bei uns. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Komm mal, such mir einen Guck. Glückwunsch, ja. Danke, danke. Zu der Beute und wir machen bestimmt sowas mal nochmal jetzt erst. Ihr habt nur dank mir gewonnen. Ja, ich hab dir gesagt, damit die da lang fahren. Das ist eine Lüge. Alles klar, mach's gut. Opa, ich hab's hier schon in der Hira gesehen. Ich hab sie nur verfolgt. Oh, geil. Lach nicht so blöd, das ist ein toller Ernst. Boah, mein Facebook-Account wurde gehackt. Lach nicht so blöd, das ist mein voller Ernst. Wo ist denn der Klitz? Ja, wir müssen dann auch weiter. Opa, viel Spaß beim Kreuzworträtsel lösen und Sukmen Cook, war schön. Glückwunsch zu dem Preis. Und kauf dir mal ordentliche Sachen, so du siehst aus wie Michelin-Männchen. Das ist schrecklich. Wie gesagt, wurde gestern Abend von Opa in seine Bude geordert und der hat so spezielle Wünsche. Ach so. Du weißt ja nicht mal, wo ich wohne, du Vogel. Du Vogel mit Vogel. Opa, du brauchst das nicht zu verleugnen, okay?